Sehr geehrter Herr Präsident, die furchtbaren Ereignisse bedrücken mich persönlich auch. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben noch erlebe, dass es in Europa einen Angriffskrieg gibt und Dinge, die man nur sozusagen aus der Theorie oder aus der erzählten Geschichte kannte, sind jetzt eingetreten. Und wir sollten da alle aber auch, glaube ich, in den Debatten behutsam sein, vorsichtig sein und nicht alles Mögliche miteinander vermischen. Deswegen hat mir die Rede in den meisten Teilen von dem Kollegen Dörflinger sehr gefallen, weil sie auch gezeigt hat, dass sich die CDU immer mehr auch emanzipiert und auch viele Dinge, die wir auch schon seit langem sagen, jetzt auch stärker betont. Vielen Dank dafür. In der aktuellen und angespannten Lage haben wir als Liberale überhaupt kein Verständnis für ideologische Spielchen, die die Mehrheit der Bevölkerung auch nicht teilt und die die aktuellen Probleme ebenso nicht lösen. Es ist wichtig, dass wir jedem Menschen ermöglichen, seine täglichen Abläufe auch in der Mobilität individuell und ohne Bevormundung durchführen zu können. Es ist, wie schon gesagt, Behutsamkeit gefordert, weshalb es für uns als FDP unerträglich war, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Herrmann vor einigen Tagen auf einer Auslandsreise in Frankreich völlig unreflektiert und auch mit zum Teil falschen und vermischten Details bei den TEN-Eisenbahnbeantragungen die Bundesregierung aus dem Ausland kritisiert haben. Für die Reputation von Baden-Württemberg, nicht nur in Berlin und im benachbarten Ausland, ist dies nicht förderlich, um das mal ganz offen zu sagen. Es ist besser, auch bei Auslandsreisen intern offen und ehrlich mit den Partnern zu sprechen, sich besser vorzubereiten und in der Öffentlichkeit manchmal bei schwierigen Themen einfach auch mal zu schweigen und dabei nichts durcheinander zu bringen. Grüne und CDU sollten hier sehr behutsam ihre älteren Herrschaften der Landesregierung unterstützen und im Vorfeld von Auslandsreisen wie demnächst in die Schweiz die inhaltlichen Vorbereitungen auch im Verkehrsbereich intensivieren. Dabei empfiehlt sich immer, gute Textbausteine vorzubereiten, die man zur Not auch ablesen kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit solchen diplomatischen Worten die Landesregierung fürsorglich bei ihrer operativen Arbeit unterstützen würde. Eine durchdachte Verkehrspolitik umfasst alle Bereiche der Mobilität. Deshalb ist es verwunderlich, dass die Landesregierung über sehr wenige substanzielle Kontakte in die Logistikbranche und das Transportwesen auch im Schienengüterverkehr verfügt. Dabei wäre es so wichtig, dass zum Beispiel das Wirtschaftsministerium mehr denn je aktiv werden würde und Baden-Württemberg in Bezug auf die angespannte Situation bei den Speditionen die Sorgen und Nöte dieser Branche auch mehr in Berlin vertreten würde. Frau Ministerin Hofmeister Kraut und Ihr Haus sind dabei nicht gut aufgestellt. Die Stimme Baden-Württembergs ist dabei nicht vernehmbar, zumal es auch am Einsatz für die Logistikbranche fehlt. Und das sagen die Logistiker auch selbst und es sollte uns zu denken geben. Denn der Südwesten lebt von der Logistik, vor allem im Lkw-Bereich. Ich vermisse jeden Tag einen wirklichen Einsatz der Landesregierung für mehr kombinierte Verkehre, neue Terminals, die weitere Containerisierung des Einzelwagenverkehrs auf der Schiene, den Ausbau der Schleusen auf dem Neckar oder die Rheinvertiefung zwischen Karlsruhe und der Grenze zu den Niederlanden. Es gilt nun, alles dafür zu tun, die Logistik zu stärken und zu versuchen, dass Lieferketten so weit wie möglich nicht abreißen, auch wenn es in den kommenden Wochen immer wieder zu Versorgungsengpässen kommen kann und könnte. Deshalb müssen wir viele offene Fragen in Ruhe besprechen und uns teilweise hier im Südwesten neu aufstellen. Im ÖPNV-Bereich zieht das Land die Auszahlung von insgesamt 180 Millionen Euro aus dem ÖPNV-Rettungsschirm, das sind 120 Millionen, sowie die Zahlung von ÖPNV-Fördermitteln, das sind 60 Millionen vor. Das ist das Ergebnis des sogenannten Krisengipfels am 15. März 2022. Die Mittel nach dem ÖPNV-Gesetz wären ansonsten erst im Oktober gezahlt worden.
erkennbar ist, dass das bloße Vorziehen keine substanzielle oder gar zusätzliche Hilfe ist. Die Busunternehmen sowie die kommunale Seite erwarten infolgedessen eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel. Es ist stets eine einfache Übung, mehr Geld vom Bund zu fordern. Aufgabenträger des ÖPNV sind aber die Landkreise. Diese stehen also vor großen Herausforderungen. Dem Vernehmen nach werden weitere Hilfen diskutiert, über die uns Frau Staatssekretärin Zimmer bestimmt gleich in Vertretung des Ministers in Kenntnis setzen wird. Grundsätzlich begrüßen wir das Entlastungspaket der Bundesregierung. Diese hat beschlossen, für 3 Monate die Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das europäische Mindestmaß abzusenken. Hierdurch werden sowohl die Bereiche Transport und Logistik als auch private Pkw-Nutzer, aber ebenso der ÖPNV entlastet. Die verkündete Senkung auf die Mindeststeuer bedeutet für die Energiesteuer bei Diesel einen Abschlag von etwa 14 Cent pro Liter und bei Benzin um knapp 30 Cent. Hinzu kommt, dass für diese Summen auch keine Mehrwertsteuer mehr fällig wird. Dadurch liegt der steuertechnische Abschlag insgesamt bei gut 35 Cent für Benzin und knapp 17 Cent für Diesel. Das heißt nicht, dass es tatsächlich zwingend um diesen Betrag billiger wird. Wir haben derzeit schon das Phänomen, dass die Rohölpreise auf einem Niveau sind, das man schon mal hatte, jedoch an der Zapfsäule Rekordpreise aufgerufen werden. Das ist auch insofern bemerkenswert, als die Riesenmengen, die benötigt werden, mit langfristigen Verträgen abgesichert werden und der Spotpreis nur für Restmengen relevant ist. Wir brauchen insgesamt ein Gesamtpaket zur Sicherung des ÖPNV und der Logistik. Die Frage ist, wie es weitergehen soll, wenn die Preise für Energie auch in Baden-Württemberg so hoch bleiben, wenn man sich den aktuellen BW-Index ansieht, der die Kostenentwicklung abbildet. Es ist offenkundig, dass die deutlich höheren Energiepreise dort einfließen und den Zuschussbedarf erhöhen. Das wäre dann Angelegenheit der Aufgabenträger, das sind die Stadt- und Landkreise. Die kann das Land aber nicht alleine lassen. Hier brauchen wir zeitnah ein klares Konzept der Landesregierung und zum ÖPNV gehören ebenso die Taxiunternehmen. Hier hat man bisher nichts Wesentliches gehört. Fassen wir zusammen. Das Thema Logistik wird in seiner Tragweite vielfach unterschätzt. Es braucht jetzt mehr denn je eine integrierte Verkehrspolitik. Theoretische Träume von einem Auenland des Radverkehrs und des ÖPNVs helfen uns in keiner Weise. Baden-Württemberg ist wie kaum ein anderes Land in der Logistik auf den Lkw angewiesen. Deshalb brauchen wir tragfähige Brücken und Straßen. Darüber haben wir ja gestern gesprochen. Die jetzige Krise erfordert passgenaue Hilfskonzepte für das Transportgewerbe und die Busverkehre. Auch die Taxibranche darf nicht vergessen werden. Die Absenkung der Energiesteuern auf Initiative der FDP ist ein sehr sinnvoller Beitrag zur Kostendämpfung. Ich höre von der Landesregierung viel zu wenig, was die Logistik betrifft und wie sie diese unterstützen möchte. Dabei ist klar, ein hocharbeitsteiliges Industrieland wie Baden-Württemberg steht vor dem Aus, wenn die Logistik zusammenbricht. Jedem ist klar, dass dann auch die Versorgung der Bevölkerung auf tönernen Füßen steht. Wir Freie Demokraten reichen die Hand zu einer sachgerechten Verkehrspolitik. Auch wir wünschen uns mehr Transporte auf der Schiene sowie moderne und leistungsfähige Umschlageeinrichtungen für den kombinierten Verkehr. Hier hat es der grüne Verkehrsminister in 11 Jahren leider nicht vermocht, mehr als Studien und Broschüren vorzulegen, zumal er keinen Kontakt zu den wichtigsten Playern im nationalen europäischen Bereich hat. Das ist im Hinblick auf eine moderne Logistik auch im kombinierten Verkehr sehr bedauerlich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner in der zweiten Runde ist für die FDP-DVP-Fraktion Dr. Christian Jung. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, also Frau Staatssekretärin Zimmer, bei der Konterinisierung von Einzelwagenverkehren kann das Land natürlich schon was machen, kann es auch begünstigen, auch durch eine Terminalplanung. Aber das können wir ja gerne mal ausführlich dann im nächsten Ausschuss besprechen, wie wir uns das vorstellen. Ich bin ja ein großer Anhänger von Containern und Terminal,
Bereichen, auch im kombinierten Verkehr. Und ich will das nochmal sagen, ich habe das am Anfang gesagt, man sollte es vielleicht auch nochmal Fraktionsvorsitzenden Schwarz zur Verfügung stellen. Ich bin schon der Auffassung, dass man, wenn man Auslandsreisen macht, als Ministerpräsident, der Innenminister war ja auch dabei bei der Auslandsreise in Frankreich, dass man dann die Bundesregierung dort nicht kritisiert. Und wenn man sie kritisieren würde, dann sollte man so vorbereitet sein, vielleicht auch durch Ihr Haus, durch Ihren Minister als Ministerpräsident, dass man keinen Unsinn erzählt und dass man sich auch bei den TEN-Planungen auch, dass man da einfach nicht die Details durcheinander bringt. Deswegen ist es manchmal besser, auch im Ausland zu schweigen, sich die Sachen ordentlich vorzubereiten zu lassen. Wir haben ja viele hochqualifizierte Staatssekretäre wie Sie und dann wird es auch keine Verwicklungen geben, weil es ist wirklich peinlich, was da in Frankreich passiert ist und die Deutsche Presseagentur hat es ja ausführlich dokumentiert, auch mit Zitaten. Das ist wirklich peinlich und ich möchte sowas nicht mehr. Und deswegen meine fürsorglichen Bemerkungen, die jetzt auch im Protokoll stehen, die der Herr Schwarz sicherlich auch noch mal in Ruhe anhören wird.